Auf geht's ins Krematorium und wir starten im Pausebildschirm, denn wenn wir jetzt ins Spiel gehen, kommen die ersten Gegner und die hauen wir kaputt. Oder die uns. Nein. Oh nein. Nicht diese Sargviecher. Da liegen auch noch 5 weitere Särge. Sollen wir die Särge vorher kaputt machen? Geht das? Das geht anscheinend leider nicht. Nicht blocken. Und sag tschüss zu deinen Schenkeln. Oha. Nein, nicht in den Sarg rein. Und jetzt richte ich drauf. Und fester. Und fester. Nein. Verdorie nochmal. Jungs, lass das bleiben. Oh, lass mich durch, lass mich durch. Zu ihm hier. So. Höpp, rein in den Sarg. Da sag ich nicht nein. Jetzt, wo wir den letzten Gegner besiegt haben, ist unser Powerbalken fertig. Beziehungsweise Fokus, oder wie das Ding heißt. Naja, wie dem auch sei. Oha. 2 Aufladestationen. Sowohl für Leben als auch für die Zauberkraft. Das heißt nichts Gutes. Es sei denn, man tut es. Hiervon nehmen wir auch noch ein Stückchen. Und dann nähern wir uns wahrscheinlich dem Boss. Eieiei, Frosch im Hals. Ah, eine kleine Schnapsnase.
Auf geht's. Wir bitten zum Tanz. Wir hängen fest. Ja. Das würde ich sagen, ist doch mal ein Bug. Ich hoffe, wir haben gespeichert. Da müssen wir nochmal anfangen. Oh ja. Okay. Der macht ordentlich Dampf. Hey, hey, okay. Dem Ding müssen wir auch ausweichen. Gut. So, jetzt kassiert er richtig. Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Immer fest drauf. Aua. Da hat er uns erwischt. Mist. Komm schon. Oha. Nicht mehr viel. Was ist jetzt? Dieses Ding jetzt betätigen? Na. Müssen wir ihn jetzt in den Ofen reinschubsen? Steh bloß nicht wieder auf. Okay, runter mit dir. Oder nicht? Gib dein Schwertchen. Nein, das gebe ich nicht wieder her. Okay. Und tschüss. Oh. Das war's. Oder nicht? Ah, ich habe richtig gedrückt. So, sind wir frei? Oh Gott, wir müssen das Ding jetzt wieder hochklettern. Okay. Die Lava steigt. Ach du Schreck. Und drüber. Oha. Da hoch, okay. Und hier hoch. Und raufklettern. Hier rüber, ein beherzter Sprung. Und
Rauf die Wand. Jetzt aber schnell. Wohin? Wo lang? Ja. Das scheint der richtige Weg zu sein. Oh nein, hier liegt jemand. Aha. Okay, nehmen wir gerne. Aber ich befürchte, es ist nicht der richtige Weg. Denn links geht's, glaube ich, auch hoch. Gut. Das kennen wir. Komm. Lauf. Wieso geht's jetzt nicht weiter? Ist das doch der richtige Weg? Das sieht mir nicht wie der richtige Weg aus. Aha, und das Ganze nochmal. Okay, hier rauf und nach rechts und rüberspringen. Und kroxeln und kroxeln. Und rüberspringen. Und rüberschwingen. Schwingen, springen. Und wieder hoch. Und nach links. Und hoch. So, da geht's nämlich hoch. Also war das doch der richtige Weg. So, jetzt müsste doch eigentlich der Lava entkommen sein, oder? Wow. Puh. Okay, den roten Stein haben wir behalten, Gott sei Dank. Das hat er gespeichert. Gut. 8.100 Punkte. Ich glaube, ich spare auf diese beiden 25.000er. Die sind bestimmt saustark. Mission fortsetzen. Kapitel 11 sind wir schon. Wow, wir haben schon eine richtig lange Reise zurückgelegt. Ah, Kapitel 11 hat auch nur zwei Abschnitte. Der erste ist Abgrund des Nekromanten. And so it begins. The Necromancer's abyss lies at his feet. He is dark and terrible, and the cries of the dead follow him wherever he goes. There is nothing but hate in his heart. Hate for those who have taken his beloved, who have made him do terrible things, who have taken his humanity. Now, reap the whirlwind, scions of death, for comes the Prince of Darkness. Der Prinz der Finsternis. Wir werden doch wohl nicht zum Imperator werden? Mir schwant Böses. Ich muss schon sagen, die haben sich echt beeindruckende Bauten einfallen lassen. So, da sind wir. Wie es von hier an weitergeht, gibt's wie immer im nächsten Teil. Bis dahin, danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüssi.